Hey meine Nerds, willkommen zur ersten Folge von Oni. Ja, was soll ich sagen, großartig, das Spiel ist eigentlich... ja, wir lassen mal auch gleich. Ja, ich mag dieses Spiel eigentlich unheimlich, weil ich das damals auf meiner PlayStation 2 super gerne gezockt habe. Mal gucken, ob das Spiel immer noch so viel Spaß macht. Und ich würde mal sagen, fangen wir mit einem neuen Spiel an. Ach ja, das berühmte Tutorial. Hi Konoko, ich bin's, Shinatama. Ich habe deinen Neurolink überprüft und er funktioniert perfekt. Ich bin so aufgeregt. Commander Griffin hat uns erlaubt, das TCTF-Trainingsprogramm Beta 6 zu durchlaufen. Das bedeutet, dass du schon fast für Außenmissionen bereit bist. Beginnen wir zuerst mit ein paar grundlegenden Übungen. Okay, gucken. Hui! Super, okay. Ja. Wie war das? Wir benutzen diesen Randparcours für das Renntraining. Aber bevor wir anfangen, wärmst du dich besser auf. Ne, brauche ich nicht. Ich weiß, wie das genau geht. Genau so. Du rennst perfekt. Das ich Rennen ist die schnellste Art, sich fortzubewegen. Aber auch die lauteste. Ah, nochmal. Jetzt renn an der Mauer des Raums entlang, bis du das Ende des Parcours erreichst. Guter Versuch. Aber du bist ein bisschen vom Parcours abgekommen. Echt jetzt? Die blinkenden Lichter zeigen dir die Teile, die du versäumt hast. Ah, Kotze. So. Jetzt renn an der Mauer des Raums entlang, bis du das Ende des Parcours erreichst. Großartig. Ja, mach Tür auf. Damit ist das allgemeine Bewegungstraining abgeschlossen. Okay. Wenn du deine Bewegungstechnik überprüfen möchtest, geh zu der Datenkonsole, an der du auf dem Parcours vorbeigekommen bist. Will ich aber nicht. Spiel will aber, dass ich das mache. Ja. Keine Möglichkeit, das Tutorial. Wenn du soweit bist, können wir zum nächsten Raum gehen. Na, springen. Jetzt können wir ein paar einfache Sprungtechniken üben. Ja, ich weiß, wie springen geht noch. Genau. Das ist gut. Wartet mal gleichzeitig. Wenn du mit dem Üben fertig bist, spring in den nächsten Raum hoch. Na, drauf geschissen. Machen wir das mal. Hopp. Gut gemacht. Entschuldige die Unterbrechung, Konoko. Aber ich dachte, du würdest das gern sehen. Eine andere Schülerin beginnt mit einem Kampfübungsprogramm im Raum unter uns. Spring auf die Plattform neben dem Fenster, um zuzusehen. Ja, Schlägerei. Jetzt können wir auch einige Aktionen üben. Lass uns mit dem Schleichen anfangen. Mach ja grad. Das war perfekt. Jetzt versuchen wir es mit ein bisschen Akrobatik. Das ist super. Du musst auch lernen, wie man rutscht. So, habe ich gemacht. Das kannst du üben, indem du unter diese Lasersensoren rutscht. Habe ich gemacht. Du kannst einige Feinde erledigen, indem du in ihre Beine rutscht. Mhm. Mit Ausweichmanövern kannst du Angriffen beim Kampf entgehen. Vergiss nicht, dich zu ducken, wenn du in Schwierigkeiten bist.
Gut gemacht. Der Sprungflip ist eine gute Methode, einen Gegner auf den Boden zu bringen. Mache einen Sprungflip und lande auf ihn, wenn du kannst. Okay. Oder nächste Tür aufmachen. Versuche einen Sprungflip über die Mauer, um zum nächsten Trainingsbereich zu gelangen. Gehen wir zu den Grundlagen des Nahkampfes über. Okay. Versuche schnell nacheinander zwei Schläge zu landen. Der zweite Schlag war anders als der erste, oder? Das ist der Anfang einer Kombination. Kombinationen verbinden Attacken zu einer Folge. Einige Aktionen können nur am Ende einer Kombination eingesetzt werden. Das ist super! Danke! Versuche, andere Attacken zu anderen Kombinationen zu verbinden. Jetzt bist du bereit für eine Übung mit einem Sparringspartner. Ja, her damit. Lass uns zum nächsten Kampftrainingsraum gehen. Den hauen wir jetzt kaputt. Nähere dich der Trainingsdrohne und übe deine Attacken. Mach dir keine Sorgen, sie wehrt sich nicht. Ja. Jetzt kannst du eine der gefährlichsten Attacken lernen. Würfe. Wenn du denkst, dass du dafür bereit bist, dann gehe zum nächsten Kampftrainingsraum. Würfe sind wirklich einfach. Wenn du beim Angriff nah genug an einem Feind bist, kannst du ihn werfen. Ja, probier einfach mal, wie viele Würfe du schaffst. Wie soll ich denn machen? Erst wieder richtig viel Anlauf nehmen und dann. Hopp! Jetzt macht's halt nicht mehr. Jawohl. Okay, bin bereit. Diese Trainingsdrohne hilft dir zu lernen, wie man Attacken abwehrt. Siehst du, ich weiß, die nicht bewegen. Um die Drohne herum? Wenn du sie überschreitest, Zack. Wird die Drohne aktiviert und greift dich an. Stell dich der Drohne direkt gegenüber und greif sie nicht an. Dann kannst du ihre Schläge blocken. Du weißt, dass du eine Attacke abgewehrt hast, wenn ein blauer Blitz erscheint. Sei vorsichtig, Konoko. Einige Attacken sind so mächtig, dass sie dich zum Taumeln bringen können, auch wenn du sie abwehrst. Einige Superangriffe sind so stark, dass sie gar nicht abgewehrt werden können. Wenn du bereit bist, geh zum letzten Kampftrainingsraum. Okay, dort lernst du, wie man Waffen feuert und lädt. So, her mit der Knarre. Siehst du die Waffe auf dem Tisch? Boah. Das ist die Standard-TCTF-Pistole. Nimm sie und mach ein paar Zielübungen. Auf den Gestellen am anderen Ende des Raumes sind Ziele. Versuche sie alle zu erwischen. Vielleicht will die Munition alle. Boah, ist das überempfindlich. Wenn du alle deine Munition verfeuert hast, lade die Pistole nach. Okay. Nimm dir die Magazine, die auf dem Tisch liegen. Schuss! Schuss! Da muss ich genau den blauen Punkt treffen. Perfekt! So. Versuch jetzt ein paar bewegte Ziele zu treffen. Geh zum Tisch rechts. Siehst du die Waffe, die dort liegt? Das ist ein Klassenabwehr. Geht es auf. Ich aktiviere eine Trainingsdrohne, die sich im Zielbereich von oben nach unten bewegt. Schieß darauf, um sie zu deaktivieren. Gut geschossen. Jetzt aktiviere ich eine, die sich von Seite zu Seite bewegt. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Da jetzt dein Grundlagentraining abgeschlossen ist, bist du bereit für deine erste Mission. Ich bin sicher, dass Commander Griffin begeistert sein wird von deiner Leistung. Mach dir keine Sorgen, Konoko. Das ist auch viel auf einmal. Dein Datencomlink hilft dir aber, wenn du ihn brauchst. Dein Comlink speichert nützliche Informationen über Waffen, Gegenstände und Missionsziele. Er hat auch eine Hilfefunktion und sogar ein eingebautes Notizbuch.
Okay. Ballistische Munition, Zielkompass. Aktuelle Munition, Zielhöhe, aktuelle Waffe, Energiezellen. Okay. So, drauf an. So, haben wir das geschafft? Okay. Ja, Mann. Zusammenfassung gucken. Ja. Ja. Brauche ich nicht. Alles unwichtig. Lager des Syndikats. Was sagen die Anzeigen? Alle Systeme nominal. Es geht ihr gut. Das ist ein Fehler. An ihrer Stelle wäre ich vorsichtig mit meiner Kritik. Das Syndikat benutzt das Lagerhaus für Schmuggelware. Chang ist untergetaucht, um Beweise zu finden. Er hat sich heute Morgen nicht gemeldet. Finden Sie ihn und besorgen Sie mir Informationen, um den Laden dicht zu machen. Oder machen Sie ihn dicht. Ich bin dabei. Update. Daudan-Latenz bleibt bei 27,1. Bioplasmische Wellenform stabil. Eine Klasse 3 Nebennierenreaktion, als Sie den Befehl gaben. Aber nichts Ungewöhnliches. Wo schicken Sie sie hin? Das ist ein einfaches Ding. Rein und raus. Sie braucht einen Testlauf. Viel Glück, Konoko. Okay, so einfach kommt man in so ein Ding rein. Du warst nicht in Gefahr während des Trainings. Aber hier draußen solltest du lieber deine Lebensenergie im Auge behalten. Okay. Lebensenergie blinkend, ja. Guck mal, die Knarre direkt weg. Ach, guck mal, da ist direkt einer. Können wir den mal direkt ab? Aha. Ich weiß, warum das Spiel so Spaß gemacht hat, auch wenn die Steuerung ein bisschen hakelig ist. Hast du was für mich? Natürlich nicht. Wäre ja auch so einfach. Verschlüsselte Sequenz TMEC-119-67. Die Ladung 3Y324G enthält 6 Kisten, die mit den üblichen transvisuellen Spektrummarkierungen gekennzeichnet sind. Die erhält Munition für das Q31 Schnellfeuergewehr. Das ist vor kurzem von der TCTF geraubt worden. Okay. Wissen wir Bescheid. Damit geht was auf? Ah, okay. Die Türen. Aktuelle Kompassdaten. Okay. Wir blicken den gelben Bogen. Okay. Ist die Richtung. Okay. Der Pfeil zeigt, wir müssen eine Etage höher. Neues Ziel, Select-Taste. Kontaktieren Sie den TFT-Zang. Okay. Weiß ich Bescheid. Und weiter geht's. Die Tür ist. Die Tür ist auf. Die ist verschlossen. Sonst ist hier auch nichts großartig, ne? Ne, okay. Dann müssen wir. Stufe 1. Okay. Noch eine Etage höher. Okay, hier sind wir richtig. Die Tür ist verschlossen. Gehe ich mal davon aus, dass wir hier rein müssen. Okay, die gelben Türen haben wir jetzt geöffnet. Das heißt, wir müssen jetzt eine Etage wieder runter. Ja, komm her. Bleibst du liegen? Böser Mensch, du hast mir Aua gemacht. So. Tür öffnen. Warum kommt hier Musik? Ist hier jemand? Oh, was hast du denn da? Oh, ein Maschinengewehr. Okay. So, müssen immer noch. Ne, das ist die Knarre noch, ne? Genau. Die Tür ist zu. Vielleicht wir müssen jetzt eine Etage runter. Richtig, dann müssen wir in die Richtung. Wie hier? Bei Wegen, Mann. Konoko, hör mir gut zu. Ich muss dir etwas über die Hypo-Sprays sagen.
Ich soll nicht darüber sprechen, aber es gibt Anzeichen, dass sie bei dir anders wirken als bei anderen Leuten. Okay. Solltest du ein Hypospray benutzen, wenn du fast vollständig auf der Höhe bist, könntest du eine überhöhte Wirkung feststellen. Ein zeitweiliger Überschuss an Stärke und Gesundheit. Versuch also, ihn so gut wie möglich zu nutzen. Aber bitte erzähl Commander Griffin nicht, dass ich dir das gesagt habe. Okay, wissen wir Bescheid. Nichts Griffin sagen. Grüne Tür aufmachen. Das heißt, wir müssen jetzt in die Etage wieder höher. Vielleicht die? Wenn doch. So, haben wir hier jemanden? So, hier ist nichts. Wollen wir jetzt mal eben eine Türe suchen? Da. Okay, kann man hier was machen? Na, guck mal, was haben wir denn hier? Verlässliche Munition. Behalten wir mal, ne? So. Wo willst du mich hinschicken? In die Richtung? Hier ist doch nichts. Nur durch die Tür. Wir sind wieder hergekommen, oder nicht? Egal, wir gehen nochmal durch. So, das heißt. Warte mal. Ja, da haben wir den Typ weggeballert. Da geht's ins Treppenhaus. Haben wir hier noch was? Nö. Gehen wir nochmal wieder eine Stufe hoch. Wieder das Spiel hier. Okay, und da. Ah, okay. Jetzt wissen wir, wo wir lang müssen. Hier, ne? Da. Oh, da liegt jemand. Da ist unser Ziel. Chang. Es ist Chang. Ich habe ihn. Tot? Ja, Sir. Machen Sie weiter. Okay. Hey, ich bin Chang. Entschuldigen Sie die Verschlüsselung, aber ich wollte nicht, dass die in falschen Hände kommen. Wenn Sie diese Nachricht lesen, habe ich dafür bezahlt, dass ich meinen Auftrag versagt habe. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Syndikat merkt, dass ich ein Spion bin. Sie sind clever. Alles, was Sie wissen müssen, steht in meinem Datenpad. Unser Verdacht war richtig. Der BGI und das Syndikat stecken unter einer Decke. Die Schmuggelware, die dieses Lagerhaus verlässt, wird durch die Tochterfirma des BGI geschleust. Okay, ja. Der Lagerleiter hat dies schon seit einiger Zeit geahnt und hat sein Büropersonal in den letzten Monaten gewarnt, dort zu bleiben. Wenn ich tot bin, ist er der Nächste. Er ist ein guter Mann. Ich hoffe, Sie finden ihn rechtzeitig. Ich hoffe, Sie haben mehr Glück als ich. Seien Sie vorsichtig. Empfange Zieldaten. Wow. Bitte warten. Achso, ich drücke wieder die falsche Taste. Hey! Alter! Hör mal runter! Wie nimmt man denn Hyperspray? Ne, warte mal. Mal gucken. Hypo benutzen. Okay, die Kreistaste. So, wo kommen wir hier hin? Da kommen wir nur hoch, aber da müssen wir ja nicht lang, ne? Vielleicht mal wieder Waffe auswählen, nachladen. Okay, speichern. Hey, bleib liegen, stirb. Mann, Mann, Mann. So, willst du dich hier lang will? Hier ist doch nichts. Willst du mich veräppeln? Ich drücke wieder die falsche Taste. Also hier kommen wir nicht hoch. Okay, das Spiel sagt mir jetzt da lang. Okay, mache ich. Noch eine Etage höher, okay. Bin ich. Und das hier. Hey! Ja, ich habe da nachladen gedrückt. Mein Gott. War hier noch irgendwas? Natürlich nichts. Die Waffe weg schon erstmal. Dann müssen wir hier lang, wa? Boah, Kamera. Ah. So einfach macht man nicht platt.
So, was haben wir hier? Wow! Ja, komm, so kann man raus spammen. Das habe ich so bei dem früher auch mal gemacht. So, hier mein Terminal. Ach, okay, nur bla bla bla. Hier kann man nichts machen. Egal. Und jetzt hier weiter. Ne, hier bin ich. Jetzt mal gucken, was haben wir hier? So, hast du was für mich? Natürlich nicht. Geil, machen wir alle vom Syndikat platt. So, du willst natürlich hier lang will, ne? So, eine Etage runter. Wow. Ja, wow. Da. Ja, mit den Hypospray. Nimm ich einmal mal. So. Schon platt. Aufheben. Sehr schön. So, das Terminal müssen wir benutzen. Ja. Sesam, öffne dich. Nehmen wir mal die Knarre raus. Okay, Munition haben wir keine mehr. Speichert. Hey! Fang ihn! Er darf die Alarmkonsole nicht erreichen und aktivieren. Ja, Glück gehabt, wa? Diese Konsole löst einen Alarm aus. Okay. Dann machen wir die auf. Ja, wieder in die Etage runter. Mann, das Level ist aber doch ziemlich lang. Ich habe was anderes in Erinnerung. Okay, den Typ hier haben wir ja gekriegt. Das heißt, wir müssen wieder runter. Wir haben nicht mehr viel Munition, ne? Ja, welche Tür müssen wir? Da, ne? Warte mal, erstmal gucken. Hier ist er ja rausgekommen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ja, dann gehen wir mal hier lang, ne? Wisst ihr, dass ich hier hingehe? So, kommt noch irgendeiner? Ah, oh Gott, Olli! So, hier ist nichts. Mal kurz gucken. Hier ist das Treppenhaus. Wir sind da wohl hier lang, wa? Ich habe Familie. Pass auf, wenn du unschuldige Leute verletzt, werden sie dir kaum... Jetzt bist du dran. Bitte, bitte nicht ins Gesicht. Ich tue dir doch nichts. Nix. Danke. Sie halten die Geschäftsführer oben fest. Danke für den Tipp. Das hätte ich mir auch selber denken können. So, hier ist auch nichts. Hyperspray benutzen. Kannst du mir die Türe aufmachen? Ne? Kann man hier hoch? Oder geht's hier nur runter? Ah, oh, ne, hier geht's hoch. Okay. Dann wollen wir mal den Geschäftsführer retten. Hey! Ich gebe auf. Bitte, bitte, ich gebe auf. Ja. Sie haben den ganzen Laden übernommen und beladen eine Art gepanzerten LKW. Sie sind schon fast fertig. Los, Beeilung. Ich öffne diese Türen für Sie. Vielen Dank. Mach das mal. Ich will mal eben kurz mich nachher mal hier umgucken, ob hier noch irgendwas ist. Weil ich Ziele halten. Na. Hier ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Also müssen wir jetzt hier durch. Vielen Dank, der Herr. So. Mal kurz gucken. Hey! Hey! So, hast nichts für mich. Schäm dich. So,
Da geht's runter. Ja, die Munition, ich hab zu viel verballert. Selber schuld, Benny. Ja, komm her. Hey! Wo läufst du denn hin? Fall! Wenn jemand dir Ärger will. Okay, da steht noch mehr Leute. Der kommt bestimmt jetzt direkt auf mich zu. Ja. Ey, komm mal runter, Alter! So, einmal Hyper. Und nochmal. Ja, komm her. So, wer will hier noch Ärger? So, hier lang. Mal zack, da lang. Ja, genau im Sprung angreifen. Alter. Diese Syndikatstruppen versuchen, Beweise aus dem Lagerhaus zu entfernen. Ich habe den LKW gescannt und sie sind fast fertig damit, die Fracht zu sichern. Man ja, kommt nicht in den Laster hinein. Du musst sie irgendwie davon abhalten, das Gebäude zu verlassen. Ja, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Wie hoch? Okay. Schaffen wir. Ah, oh Gott! Hallo! Hallo, heb doch mal auf! Boah, Gott, alter Falter. Ja, ja. Alter Falter. Ja, genau. Krieg ich das Muckelkotzen. Ja, fick dich. Ja, komm mal her, du Spacko. Wo bist du? Bist du in deiner Ecke verkrochen? Jetzt hab dir die Waffe fallen. Mein Gott. Mhm. Was soll ich jetzt machen? Ah, okay. Jawohl. Sehr gut. Also, das sind meine Leute. Ich habe ein Datenpad gefunden. Es ist ein kodiertes Frachtverzeichnis, in dem von Musashi Manufacturing die Rede ist. Ich sehe mich da mal um. Es ist nicht weit von hier. Gut gemacht, Konoko. Bleiben Sie da. Ich lasse Sie abholen. Musashi gehört dem BGI. Nach Ihrem letzten Bericht gehört BGI möglicherweise zum Syndikat. Wenn wir die Verbindung nachweisen können, können wir etwas dagegen tun. Ich kann reingehen. Negativ. Zurückweichen. Wir können es uns nicht erlauben, auf ein anderes Team zu warten. Wir müssen schnell handeln oder sie entkommen. Sie wird nicht aufgeben. Ihre Werte steigen stetig. Zu viel Stress könnte sie weiter destabilisieren. Okay, Konoko, Sie haben einen Versuch. Danke, Sir. Ich enttäusche Sie nicht. Mission erfolgreich. Ja, sehr gut. Mann, gerade wo die Party losging. Die Maschinerie des Bösen, Produktionsanlage. Guten Tag und herzlich willkommen bei Musashi Manufacturing. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich bin Agent Top. Wir gehören zur TCTF und fordern Sie hiermit auf, alle Operationen unverzüglich einzustellen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass diese Fabrik an der Herstellung illegaler Technologie beteiligt ist. Natürlich, Officer. Ich werde Ihnen jemanden schicken, der Ihnen helfen kann. Sind Sie doch noch gekommen? Ist alles bereit?
Das weißt du doch, sie kommen hier nicht lebendig raus. Lass mich wissen, wenn es unangenehm wird. Darauf kannst du wetten, wenn ich mit denen fertig bin, sind sie. Stell nur sicher, dass ich nicht unterbrochen werde. Sie könnten noch jemanden dabei haben, einen Spezialagenten. Ich bin zu allem bereit, dafür hast du ja gesorgt. Es gibt immer jemand Stärkeren. Hast du das vergessen? Nein, hab ich nicht. Ich bin vorsichtig. Hoffentlich. Du kennst die Folgen eines Versagens. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sich gleich jemand um Sie kümmern. Was zum... Achtung, wir haben Gesellschaft. Hey. Ups. Na, sehr schön. Boah, dass die immer in die Richtung steht, wo man auch guckt, ne? Boah, ihr blöden Pisswichser. Kann mir bitte jemand helfen? Da. Eigentlich sollte ich dich erschießen, ne? Blöde Kuh. So Leute, ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Das ist ja eine ziemlich lange erste Folge geworden. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.